Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Part. Mario für die Wii U wird heute wieder gezockt und ich habe mir ein paar Leben organisiert, nicht wirklich viele, 6 Stück. Ich habe ein Pilzhäuschen gemacht, 6 Stück waren drin und jetzt gucken wir mal, wie lange wir damit hinkommen. Weiterlaufen bitte, so heißt nämlich die Stage, die wir schon das letzte Mal angezockt haben und wo wir dann verzweifelt aufgeben mussten, weil der Timer gesagt hat, Part ist vorbei. Aber mal gucken, vielleicht läuft es heute ja richtig gut. Und wir schaffen mehr als dieses eine Level, falls wir dieses überhaupt schaffen. Das wäre natürlich cool. Die größte Herausforderung ist natürlich auch, dass wir versuchen hier direkt im ersten Versuch alle Star Coins mitzunehmen. Denn das ist ja das eigentliche Ziel. Wenn ich jetzt hier die Level nur schaffen würde und die Star Coins nicht dabei habe, das wäre ja ziemlich lame. Das ist eigentlich eine Sache, die man nicht verantworten kann. Deswegen wollen wir direkt alle Star Coins mitnehmen. So, hier wollte ich probieren, wie das ist mit diesem Koopa hier. Ob ich mit dem hier nicht seine Kumpanen hier wegräumen kann. Oh, nee, das wird zeitlich ziemlich knapp, glaube ich, mit dem nächsten Schalter. Aber ich habe ihn auch nicht auf Anhieb getroffen. Auf seine Holzbirne. Vielleicht lag es daran, dass es nicht geklappt hat. Schauen wir mal. Weiterlaufen, bitte. Das könnte man auch, keine Ahnung, wo sagen. In irgendeiner Schlange beim Supermarkt oder so. Weiterlaufen, bitte. Oder der Sportlehrer könnte das auch sagen. Oder, ja, keine Ahnung. Oder bei einer Parade, wo so eine Kapelle unterwegs ist mit so umgeschnallten Trommeln. So, komm, öffne hier das Ding, bitte. Das ist immer sehr, sehr zeitkritische Situation hier oben. Aber bis jetzt läuft's ja noch. Bis jetzt läuft's ja. Probieren wir das hier mal wieder auf die gute alte Standardmethode. Nein, da habe ich zu wenig Schwung jetzt. Was ist das denn? Was ist das denn? Also zu wenig Schwung sollte man nicht haben. Denn sonst kommt man nicht über die Lücke rüber. Ich muss das nochmal versuchen mit dem Schildkrötenpanzer, dem ersten. So. Und dann sehen wir mal, ob das doch funktionuckelt. Oder ob das nicht die richtige Herangehensweise ist. So, next switch is activated. Dann lass uns mal voll durchrennen hier. Ja, ein Mittelpunkt wäre toll. Ein Traum wäre das. Aber ich habe so inzwischen schon die Hoffnung aufgegeben, dass es hier in der Superstar Road Zwischenpunkte zum Speichern des Fortschrittes gibt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die nicht vorhanden sind. Was mich ein bisschen traurig stimmt. Ach, jetzt wollte ich eigentlich den... Oh, guck mal an. Haha, das hat ja sogar geklappt. Hey, meine Herren. Autsch. Okay, aber immerhin weiß ich jetzt, dass in der Röhre nichts drin ist. Da muss ich ein bisschen geduldig sein oben und auf den Koopa warten. Denn sonst fällt man einfach runter. In den bodenlosen Fall. Und wir alle wissen, dass das nicht toll ist. Einfach aus der Vorstellung, auch wenn man Fahrstuhl fährt oder Aufzug, dass der auf einmal bodenlos herunterfällt. Im freien Fall. Das ist das Horrorszenario von so manchen Leuten. Und auch schon in vielen Filmen wurde genau dieses Horrorszenario behandelt. Von einem Fahrstuhl, der einfach runterfällt die ganze Zeit. Und deswegen fahre ich auch nicht so gerne Fahrstuhl grundsätzlich. Aber inzwischen habe ich diese Phobie, diese Fahrstuhlphobie ein bisschen abgelegt. Denn in der Uni sitze ich ja jetzt hauptsächlich in einem Gebäude, welches irgendwie 8 Etagen hat und ich muss immer zwischen den Etagen hin und her. Und das wäre jetzt echt ärgerlich und blöd, wenn ich immer in der 8. Etage zu Fuß latschen muss. Das ist für meinen Körper vielleicht in Ordnung, aber naja. Ich bin ja hier sowieso übertrainiert und deswegen darf ich gar nicht mehr weiter. Muskelabbau, ihr wisst das ja, ne? Habe ich ja schon mal erzählt. So. Das lief ja relativ gut bis jetzt. Wow. Aber dann wird es nochmal sehr tricky hier mit diesem Plattform. Aber man kommt immer ein Schrittchen weiter. Das ist das Schöne. Auch bei Kaizo Mario immer wieder der gute Vergleich. Und ich glaube, diese Stages, bei denen ist der Vergleich wahrscheinlich am gerechtfertigsten. Gerechtfertigsten mit Kaizo Mario. Ja, das möchte ich aber nicht spielen, weil das ist zu hart. Das möchte ich nicht. Also wer nicht weiß, was es ist, Kaizo Mario sind so eine gehackte Version von New Super Mario, von Mario World für Super Nintendo, wo die Level einfach verändert sind, dahingehend, dass die super hart schwer sind. Und ja, berühmte Let's Player, die zum Beispiel Kaizo gespielt haben, sind Emero. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mal bei dem reingucken. Der hat da ziemlich ausführlich die Games gezockt und hat auch geweint, glaube ich.
Nee, geweint hat er nicht, aber ich glaube, er ist auch einige Male abgekackt. So, war das zu knapp? Nee, das war gerade richtig. Nein, aber auf den hätte ich raufgemusst. Also, wer hat denn die Blöcke hier auch alle so platziert, ey? Also, die kommen ja nicht von irgendwo her. Das müssen ja irgendwelche Koopa-Sklaven mal damals erstellt haben hier. Und dann haben die das irgendwie die einen Block hier auf den anderen geheftet. Wir wissen ja, wie das ist aus Minecraft. Da muss man dann auf die Kante des einen Blocks gehen und dann kann man erst den nächsten platzieren. Und ja, ist immer ärgerlich. Und dann fällt man vielleicht sogar runter während des Bauens. Aber naja. Ich weiß gar nicht, wieso überhaupt die Schwerkraft hier von Mario das Problem ist, weil die Blöcke knallen ja auch nicht runter. Und woran sind überhaupt die Röhren hier befestigt? Also zahlreiche logische Kontradiktionen im Vergleich zur allgemein anerkannten Physik des Universums treten hier auf. Das kann ich schon mal so feststellen. Aber gut, das ist ja auch eine ganz andere Thematik. Superstar Boulevard Nummer 2. Ah, da sind wir jetzt schon. Weiterlaufen bitte. Hey, Moment mal, habe ich nicht mit... Was? Habe ich nicht mit 16 Leben den Part begonnen? Wieso habe ich jetzt 15? Bekommen hier tatsächlich so viele Münzen? Oder wieso habe ich erst nur ein Leben verloren jetzt? Das raff ich gerade nicht. Da muss ich jetzt mal gezielt drauf achten. Wieso habe ich keine Leben verloren bis jetzt? Oder eins erst? Na, komm, Mario! Dankeschön. Oh, ob das noch klappt? Ja, klappt gerade noch so. Wunderbar. Wunderbärchen, könnte man sagen. So, dann mal ab dafür. Nächster Versuch hier bei dieser Wahnsinnsfahrt. Und das hat wunderbar funktioniert. Das läuft ja inzwischen schon richtig gut, muss ich sagen. So, dann komm mal hoch hier, mein Freund Koopa. Nein! Ich war doch voll auf ihn rauf, oder nicht, ey? Was ist das denn? Das ist ja auch sehr fies gewesen. Jetzt habe ich doch 5... Nee, was? Jetzt habe ich 14? Na gut. Dann halt 14. Aber es geht ja nicht so schnell zur Neige, wie ich dachte. Ich glaube, nach diesem Part mache ich mal eine richtig ausführliche Pilz-Sammel-Session, wo ich in jeder Welt die Bonus-Pilz-Häuschen nochmal abrattere, sodass ich so viele Bonusleben wie möglich aus diesem Safe hier rausholen kann. Ihr wisst das ja wahrscheinlich gar nicht, aber immer wenn man das Spiel speichert und neu startet, sind die Pilzhäuser wieder neu befüllt. Bedeutet, dann kann man alle Bonus-Items und Leben nochmal neu einsammeln, wenn man denn lustig ist. Und wahrscheinlich werde ich das jetzt das erste Mal in Anspruch nehmen. Anhand dieser Bonus-Pilzhäuser, wo man einfach Leben ohne Ende sich krallen kann. Das ist nämlich eine gute Möglichkeit, Leben zu farmen, habe ich festgestellt. Bei diesem komischen Minispiel... Aua, verdammt, das war nicht so schlau, aber hat trotzdem noch geklappt. Bei diesem komischen Minispiel mit den Kanonen, wo die Bowser-Köpfe und die Pilze rausgeschossen werden und wo ich immer sehr viel Probleme habe. Naja, so, und was? Wie soll man das denn schaffen? Das ist ja wohl lächerlich hier. Das ist ja super lächerlich. Und es ist jetzt die zweite Stage, aber sie ist schon durchaus schwieriger als die erste. Ich habe Angst, wenn es jetzt wirklich eine richtige Treppenschwierigkeitsgradverteilung ist, dann sehe ich mich schon vor Problemen. Spätestens in der dritten, vierten, fünften Stage wird der Controller wieder fliegen. Prognostiziere ich. Mal sehen, ob das wirklich so ist. Das ist ja auch nichts für Kinder hier. Das ist die Bonuswelt. Muss man sich nochmal vor Augen halten. Waschlappen hätten schon das Spiel an dieser Stelle beendet, nachdem Bowser besiegt wäre. Aber richtige Kerle, die auch Schweine essen und Bier trinken und Motorrad fahren, die machen natürlich auch hier die Bonus-Stage noch. Mit allen Starcoins wohlgemerkt. Und so einer bin natürlich ich auch. Und deswegen mache ich das ebenso. So, dahin hätte ich auch gerne. Dankeschön. So, und zack. Dann, ja, schaffen wir das jetzt einfach mal, würde ich sagen. Nein, oder auch nicht. Ja, dann halt nicht. Dann halt nicht. Ich frage mich, wie weit wir im Level eigentlich schon sind. Theoretisch müssen wir schon weit über die Hälfte sein, wenn wir schon 2/3 des Starcoins haben. Oh, ich habe die dritte noch nicht mal gesehen, weil da so eine ganz gemeine Stelle am Ende ist, wo die Plattformen sich auch noch bewegen und dann auch noch eigentlich Münzen nur sind. Und wenn der Schalter abläuft, dann ist man, ja, im Eimer. Oh, ich will gar nicht wissen, wie hier das Piepen der Schalter eigentlich auf die Nerven geht in diesem Part, weil dieses nervige Piepen ist ja die ganze Zeit hier, ne? Ich höre es zum Glück jetzt gerade bei der Aufnahme nicht, weil ich den Sound nicht so laut habe. Aber ich kann mir vorstellen, dass das schon ein bisschen an den Nerven zerrt. Na komm. So, und bitte noch schaffen hier. Oh nein! Das erste Mal, wo das nicht geglückt ist. Das natürlich auch jetzt, ja,
das erste Mal passiert. Aber gut, kann man nichts machen. 11 Leben haben wir noch. Das sollte noch reichen für diesen Part auf jeden Fall. Also eigentlich müsste es sogar noch für den nächsten auch reichen. Ich sterbe ja relativ spät im Level immer erst. Das ist eine Sache, die ganz gut ist. Na gut, probieren wir es einfach weiter. Wäre ja auch voll fies, wenn man hier in jede Röhre versuchen müsste reinzugehen. Wenn die da irgendwie noch sich dachten, eine Starcoin zu positionieren. Aber wir sind ja zum Glück, man kann sich ja sicher sein, dass das hier die erste Starcoin ist. Weil das einfach oben den ersten Kreis füllt unter meiner Lebensanzeige. Deswegen kann ich wissen, davor war nix. Da habe ich noch nichts verpasst. So, weiter geht's. Auch jetzt wieder diese Stelle, ey. Das ist auch eine der schlimmsten Stellen in diesem Level, finde ich persönlich. So, zack. Aber wir haben es souverän gemeistert. Das nächstschwierige ist, diese Münze hier zu kassieren. Das nächstschwierige ist dann, hier den Schalter zu pressen. Okay, und das nächstschwierige ist dann, diese Plattform zu bekommen und, die Plattform hier. Ah, shit, shit. Nein, das sah schon verdammt gut aus. Aber der letzte Schliff hat dann doch noch gefehlt. Verdammt. Egal, wir ohne Pause machen wir das jetzt hier volle Kanne durch. Ich bin solche, wie nennt man das? Folter? Nee, ich suche irgendein anderes Wort. Aber mir fällt es nicht ein. Sowas bin ich ja gewohnt. Ich habe ja früher auch StarCraft gespielt. Und auch League habe ich eine Zeit lang mal gezockt. Und da ist man mit Frustration natürlich gut schon bedient und man kann sich gut daran gewöhnen. Und deswegen habe ich ja schon eine grundsätzliche Vorstellung, was so mentale Schmerzen hier als Folge sein können, wenn man hier Mario spielen möchte. Aber ja, das Problem habe ja zum Glück nur ich und nicht ihr. Ihr müsst ja nur zugucken. Oder ihr dürft zu... Ihr habt die Ehre, mir zuzugucken, muss man natürlich sagen. Und ich bin ja derjenige, der hier der Leidtragende ist. Derjenige, der hier den ganzen Kummer und die Qual mit sich dann herumträgt. Und wenn ich mich wieder ins Bett weine, weil ich wieder hier das Level nicht geschafft habe, dann weiß ich, dass ich meinen Psychiater aufsuchen muss. Aber gut, das ist eine Sache, die nicht euch interessieren muss. Wow, verdammt, aber es war wieder ein Stückchen weiter als sonst. Also, kleine Fortschritte sind immer zu sehen. Aber es ist knapp. Es ist durchaus knapp. Die Zeit ist knapp bemessen mit den Schaltern. Na, weiterlaufen bitte, ey. Oh, Mann. Ich möchte den Pilz. Dankeschön. Eigentlich voll sinnlos, dass ich die Feuerblume immer einsammle. Naja. Naja. So, weiter geht's. Ab geht die Post. Durch die Wüste wird hier gerannt. Wie in... Keine Ahnung. In so einem Film, wo jemand durch die Wüste rennt. Die ganze Zeit. Die Sandkuchenwüste ist das übrigens hier. Sieht man ja an den ganzen Sandkuchen im Hintergrund. Und Ostereierfiguren. Figuren vor allem. Oh, hier gibt es die ganzen Münzen, wo ich die ganzen Leben bekomme, glaube ich. So, und zack, und wapp, und schabadu, und zack. Jawohl, das läuft doch richtig gut. So, zweite Starcoin nicht vergessen, sondern einsammeln. Auf graziöse Art und Weise. Wunderbar. Nein! Oh Gott! Das ist doch echt lächerlich. Echt eine lächerliche Sache, finde ich. Aber naja. Ha, Mario ist ja schon ein Käsekopf. Deswegen hat er so eine Mütze auf, damit keiner das eigentlich weiß. Aber in irgendeinem Spiel hat er mal seine Mütze abgenommen und seitdem weiß man, dass es ein Käsekopf ist. Der ist, ist tatsächlich ein Lochkäse. Aber gut, das sollte eigentlich nicht verraten werden. Das steht auch nur in einem ganz geheimen Nintendo-Dokumenten. Und natürlich weiß ich, dass es nicht so ist. Also, das ist ja ganz klar. So, jetzt bitte mal hier richtig. Und da muss ich mir nicht irgendwelche komischen, lächerlichen Themen aus dem Kopf saugen. Wenn wir einfach mal hier neue Gegenden zu Gesicht bekämen. Und ich nicht, ja, und ich wieder was Richtiges zu kommentieren habe. Weil so habe ich ja nicht immer die Auswahl an Themen, sondern hier, man sieht ja nichts Neues hier. Das ist ja immer das Gleiche. Vielleicht sollte ich mir mal ein Thema zurechtlegen. Vielleicht einen Fragebogen weiter bearbeiten. So wie damals in World of Warcraft Let's Play. Habe ich ja so einen Fragebogen mir rausgesucht. Mit lustigen Fragen. Oh, das wird übel. Oh nee, hat geklappt. Aber ich habe den Schalter nicht gerafft. Das ist natürlich auch ungünstig. Aber gut, das ist schon wieder ein kleiner Fortschritt. Das ist ja läuft hier, ne? Läuft bei mir. Okay, ein letzter Versuch geht noch in diesem Part. Mal gucken.
Entweder es wird jetzt der schlechteste Versuch ever und ich fall direkt hier runter, weil ich den Schalter verfehle oder so. Oder es klappt jetzt. Oder es ist ganz durchschnittlich, dass ich wieder irgendwo hinten sterbe. Naja, bis jetzt läuft's. Und Mario läuft auch noch. Dann weiter. Weiter rennen! Es ist ein... Das hier ist kein Wettlauf... Also das ist ein Wettlauf natürlich, aber es ist kein Sprint. Sondern es ist ein Marathon, könnte man fast sagen, weil das so lang ist einfach. Juppu! Ja, dieser Dreierjump, der ist ja auch toll, ne? Wusste gar nicht bis vor kurzem, dass es den überhaupt gibt. Aber der ist natürlich besonders elegant immer. So, zack. Und Hepper und Hepper, wunderbar. Also ich hätte ganz schön Schiss anstelle von Mario hier. Das ist ja voll gemein gefährlich auch. Wir sind wieder hier. Das ist ja ein ganz, ganz interessanter Ort hier. Oh mein Gott. Nein! Oh, ich musste da einen Walljump machen. Ich weiß das doch, aber so viel Zeit hat doch keiner auf diesem Planeten. Na gut. Das nächste Mal, wenn wir Mario zocken, werden wir uns das hier nochmal genauer angucken. Und dann werden wir es hoffentlich auch schaffen. Das wäre nämlich wunderbar. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Ich habe bis dahin auch ein paar neue Leben angesammelt, sodass wir richtig durchzocken können hier, die Superstar Boulevard Galaxie, könnte man fast sagen. Wir sind ja hier in Outer Space irgendwo. Also, bis zum nächsten Part, Leute, und bis dann. Ciao!